Von außen sieht alles wie immer aus bei der Münchner Feuerwehr. Auch die Rettungskräfte tragen die gleiche Schutzausrüstung wie sonst. Dennoch stellt sich auch die Feuerwehr auf die Corona-Krise ein. Wir haben also jetzt natürlich auch die gesetzliche Vorgabe, dass wir soziale Kontakte meiden sollen, was es bei uns ein bisschen schwierig macht. Homeoffice bei Feuerwehr ist eher schlecht. Und deswegen haben wir jetzt alle Beamten, die im Tagesdienst tätig sind, also in der Verwaltung, in Homeoffice geschickt. Und alle anderen Beamten, die noch einsatzdiensttauglich sind, aber primär eigentlich im Büro arbeiten, unterstützen jetzt die Wachmannschaften bei ihren Diensten. Die Feuerwehr arbeitet weiterhin in Schichten. Jetzt dürfen die Rettungskräfte aus den verschiedenen Schichten allerdings keinen Kontakt untereinander haben. Wir können jetzt sagen, du bist ansteckend oder du könntest ansteckend sein und darum darfst du nicht zum Einsatz. Nein, das Risiko müssen wir eingehen, das gehen wir auch sehr bewusst ein. Und unsere Hygienemaßnahmen, die ja sowieso immer das ganze Jahr über gelten, gelten natürlich jetzt auch. Und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir hier das ohne größere Ansteckungen über die Bühne bekommen. Die Ausgangsbeschränkungen, die seit Freitagnacht in Bayern gelten, sind für manche Bereiche aber sogar von Vorteil. Wie zum Beispiel für die Stadtentwicklung. Denn die Straßen- und Bauarbeiten laufen weiter, wenn auch mit mehr Vorsichtsmaßnahmen. Gerade jetzt, wenn wenig Verkehr ist, können die Straßenbaustellen wesentlich sicherer fortgeführt werden, können auch zum Teil schneller abgearbeitet werden, als wenn starker Verkehr herrscht. Des Weiteren wären die Kosten für die Bauwirtschaft immens, wenn hier es zum Erliegen der Baustellen kommt. Denn es sind auch oft schwierige Baustellen, wo eine Wasserhaltung laufen muss, wo dergleichen einfach sichergestellt sein muss. Denn auch wenn es momentan manchmal so scheint, die Zeit steht nicht still. Und es gibt auch Planungen für nach Corona.